Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Thimbleweed Park. Wir sind hier mit Dolores hier in der Bibliothek und ich muss mich echt zusammenreißen, dass wir nicht schon wieder weiter Bücher lesen. Es tut mir leid für die letzten Folgen, aber hier sind halt einfach so gute dabei. Ich finde die Idee dahinter, dass die Bäcker hier einfach ein paar Worte hinterlassen können, einfach zu genial, als dass man das ignorieren könnte. Nun denn, wir haben feinsten Ruß, wir haben Staubkörner und wir haben eine Dose nicht Warenzeichen verletzender Pupsi. Das ist sehr wichtig, dass die nicht Warenzeichen verletzend ist. Und wir haben natürlich ein Tagebuch und wir wissen, dass wir herausfinden müssen, was mit unserem Dad Franklin passiert ist. Wir müssen die ASCII-Tabellen üben. Das können wir eventuell in unserem Zimmer machen. Wir brauchen den Schlüssel zur Kistenfabrik. Und wir müssen den Anwalt anrufen, damit der das Testament eröffnen kann. Und natürlich brauchen wir auch noch 26 weitere Staubkörner. Gut, also wir haben uns mit unserer Schwester hier in der Bibliothek getroffen. Und wir müssen jetzt erstmal auf den Anwalt warten. In der Zwischenzeit kann man mal hier in unser Zimmer gehen. Hier hängt nämlich ein ASCII-Poster. It's my handy ASCII-Chart. Never know when you'll need to decode binary messages. So I always practice, every day. Ja, dann benutzt das doch mal. It's my handy ASCII chart. Okay, kannst du das mitnehmen? I don't want to pick that up. Haben wir schon geübt. Ja, haben wir. Okay, über die ASCII. Gut. Hat wohl gereicht. Mathematik-Trophäe, Bücher, Actionfiguren. Die Susie Boys rote Dekodierlinse. Die können wir doch auf jeden Fall nochmal mitnehmen. It's a red gel decoder. Den hat man nämlich schon mal dabei. Und zwar in der Rückblende, aber den haben wir wieder zurückgelegt. Bücher, Actionfiguren, Mathematik-Trophäe, Computer. Den können wir bestimmt nochmal benutzen. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Okay, wir konnten ihn anschalten. Können wir den... It's my state-of-the-art... I can't open that. I can't push that. Okay, dann nicht. Gut, dann schalten wir ihn aber wieder aus. Muss ja nicht sein, dass der Strom verbraucht. Sagen wir mal, Bücher, Actionfiguren, Bücher, Poster, Poster, Poster. Das haben wir alles in der Rückblende schon mal angeschaut gehabt. Deswegen gehen wir auch mal wieder raus. Und gehen erstmal hier einmal nochmal rüber zum Zimmer unseres lieben Onkels. Das genau hier ist. It feels lonely without Uncle Chuck around. Aber Chuck ist ja tot. Oh, was ist denn hier? Warum blinkt das hinter dem Gemälde? Uncle Chuck was always very touchy about this painting. Wonder why? Ja. Oho, was haben wir denn hier? Fingerprint Reader Tron 3000. It's a fingerprint reader to open the safe. It only works for Uncle Chuck. Oh, das wäre jetzt natürlich auch der Shit, wenn auf der Mordwaffe die Fingerabdrücke von Chuck Edmund wären. Das ist eigentlich gar nicht möglich, weil der angeblich ja schon länger tot ist, als der Mord passiert ist, soweit ich weiß. Aber man weiß ja bekanntermaßen nie. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie anderweitig seine Fingerabdrücke. Hier haben wir noch einen Schlüssel. There's something written on it. Kann man den mitnehmen? So, können wir den jetzt nochmal genau betrachten? It's a key. It says office on it. Könnte das der Schlüssel zur Kissenfabrik sein? Weil wir brauchen ja den Schlüssel zur Kissenfabrik. Oder es ist zumindest dann ein Schlüssel für den... für das Büro in der Kissenfabrik. Das kann auf jeden Fall sein. So, wir können uns jetzt erstmal hier das Staubkorn erstmal nehmen. Und damit haben wir eine neue Errungenschaft, Staubsammler. Yay! Ich glaube, 50 Staubkörner waren das insgesamt jetzt. Okay, wir schauen uns erstmal ganz in Ruhe um. Jetzt können wir das tun. In der Rückblende konnten wir das nicht tun. Also fangen wir erstmal an, hier mal Licht machen. So, sie sieht schon ein bisschen wohnlicher aus. Checklist. It's Uncle Chuck's check register. Quittung. Looks like an old receipt. Können wir die betrachten? It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. Okay,
Was haben wir hier drunter? Ein Tagebuch. That looks like Uncle Chuck's journal. Kann man das öffnen? I'd have to pick it up first. Ach so, ja, dann nimm's doch mal mit. Betrachte Chucks Tagebuch, Teil 1. Eintrag 167. Ich habe dieses Tagebuch begonnen, um meine Fortschritte aufzuzeichnen. Zukünftige Generationen mögen es interessant finden. Ich bin etwas Großem auf der Spur. Größer als die Herstellung von Kissen. Wenn das überhaupt möglich ist. Eintrag 168. Ja, es ist genau wie vorhergesagt. Meine neue Tron-Röhre ist unglaublich. Ich habe eine großartige Idee, die ich überprüfen muss. Eintrag 172. Ja, es funktioniert alles großartig. Besser als erwartet. Ich muss nur sicherstellen, dass alle Lötstellen sauber sind. Dann geht es weiter mit der nächsten Phase. Eintrag 248. Er springt ein bisschen in der Nummerierung, aber okay. Eintrag 248. Ich glaube, ich habe das Geheimnis der KI geknackt. Es ist recht komplex, aber die neue Tron-Röhre macht es zum Kinderspiel. Schritt 1 ist die Automatisierung der Fabrik. Das sollte die Produktivität um 700% steigern. Die Profite werden einfach unglaublich. Eintrag 341. Ich habe die meisten Maschinen in der Fabrik automatisiert. Das hat nicht nur die Produktivität um 704% gesteigert, ich spare auch noch Geld, nachdem ich allen gekündigt habe. Logisch. Ich brauche nur noch Mr. Reyes als Wache, bis die Wachroboter funktionsbereit sind. Mr. Reyes? Aber wir spielen doch einen Agent Reyes. Ist das die gleiche Person? Huh. Eintrag 390. Die neuen SR01 Wachroboter funktionieren. Ich habe das Programmierhandbuch in der Bibliothek des Menschen versteckt. Es gibt nur noch einen Fehler im Design. Ich habe eine To-Do in den Code eingefügt. Okay, müssen wir den jetzt vervollständigen? Das ist natürlich auch in Ordnung. Eintrag 481. Diese KI funktioniert besser als erwartet. Die Maschinen denken für sich selbst. Die Tron-Röhren sind das Geheimnis. Transistoren sind so eine Sackgasse. Damit könnte ich einen Nobelpreis gewinnen. Aber es muss geheim bleiben. Es ist viel zu profitabel, um zu teilen. Eintrag 490. Franklin kennt sich mit den Büchern aus, aber er sollte seine Ideen für sich behalten. Alter. Eintrag 580. Ich erhöhe die Geschwindigkeit des Neuralröhrennetzwerks in der Tron-KI. Es ist unglaublich. Eintrag 695. Habe gerade die Tron-Maschinen beim Pathologen und beim Sheriff installiert. Bei Kleinkriminalität haben sie perfekt funktioniert. Sie werden die Polizeiarbeit vollkommen revolutionieren. Ich habe den Pathologen gefeuert, aber es sähe schräg aus, wenn Thimbleweed keinen hätte. Aber ich habe einen Plan. Es sind in Wahrheit alles Roboter. Der Sheriff, der Pathologe, der Hotelbesitzer. Es sind alles Roboter. Eintrag 701. Die Kissenfabrik und die Tron-Maschinen sind das Gesprächsthema im ganzen Landkreis. Die Reichen und Schönen kommen in Scharen und ich vernachlässige meine Empfindungen. Ich vernachlässige meine Erfindungen für viel zu viele Partys im Menschen. Eintrag 714. Dolores ist so ein helles Mädchen. Ich habe ihr heute Nachmittag gezeigt, wie man Röhren verlötet. Sie ist ein voller Edmund. Ich sage ihr eine große Zukunft voraus. Eintrag 723. Ich sollte langsam mal eine Pause mit dem Highlife machen und mich um die Tron-Maschinen kümmern. Mr. Reyes hat mich vor seltsamen Verhalten der smarten KIs gewarnt. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Und jetzt gehen wir zwei Einträge zurück. Ist auch geil. Eintrag 721. Ich sehe gar kein Problem mit der KI. Mr. Reyes muss sich geirrt haben. Oder hat er Angst um seinen Job und erfindet Geschichten? Ich habe die Geschwindigkeit des Neuralröhrennetzwerks erneut erhöht. Da ist wohl ein kleiner Fehler beim Umschreiben passiert. Ich glaube, dass diese zwei sollten vertauscht sein, die Eintragsnummern. Egal. Eintrag 743. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit der Haupt-KI der Fabrik. Sie hat clevere Ideen. Eintrag 787. Ich habe mich etwas abgelenkt, indem ich einen Text-Adventure aus einer Mailbox geladen habe. Ich denke viel über KI in Spielen nach. Ich habe da ein paar Ideen. Oh ja.
Eintrag 788. Willy ist für mich gestorben. Ich werde ihn bezahlen lassen. Sie war ein Mädchen. Sie war mein Mädchen, nicht seins. Oh. Eintrag 789. Willys Uhrenladen ist pleite und meine KI kümmert sich um seine Bankkonten. Eintrag 801. Dieses Text-Adventure ist wirklich spannend. Mittels einer KI könnte ich darin eine kleine Welt simulieren. Ich muss an die Arbeit. Eintrag 970. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Eine der KIs hat sich aus dem Netz gelöst. Im zweiten Stock entzündet sich ein kleines Feuer und die Kissen gingen in Flammen auf. Die KI sollte die Löschanlage steuern, aber die meisten Röhren waren mit der Simulation des Adventures beschäftigt. Eintrag 971. Ich bin heute zur Fabrik gegangen. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Mr. Reyes wurde getötet, als er noch alles stoppen wollte. Die Wachroboter sahen ihn als Eindringling und eliminierten ihn. Ich muss nachdenken. Eventuell war Mr. Reyes der Vater von unserem Agent Reyes. Mal schauen. Eintrag 972. Ich glaube, ich kann die Uhren umstellen, sodass es aussieht, als hätte Mr. Reyes nicht eingestempelt. Das sollte den Verdacht auf ihn lenken. Mr. Reyes wird der Strohmann, aber meine KI wird nicht verdächtigt. Sie ist zu wertvoll, um ausgeschaltet zu werden. Sie ist viel zu wertvoll. Eintrag 973. Wieder in der Fabrik. Versuche aufzuräumen. Große Teile der KI scheinen zerstört zu sein. Die gute Nachricht ist, dass die komplexesten Systeme an der Simulation des Adventures beteiligt waren und damit unbeschädigt sind. Ich werde sie in den Keller verlagern. Okay, in der Keller der Fabrik ist die wichtigste KI. Die müssen wir aufsuchen, definitiv. Eintrag 974. Die Haupt-KI stimmt mit mir überein, das Feuer Mr. Reyes in die Schuhe zu schieben. Sie haben einen Sohn. Also wird Mrs. Reyes sich über etwas Geld freuen und wegziehen. Danach werde ich sie nie wiedersehen. Oh, so kann man sich irren. So kann man sich irren. Eintrag 975. Ich muss meine Anstrengungen für die Tron-Maschinen verdoppeln. Ich glaube, das ist der Schlüssel für KI und Simulation. Eintrag 1090. Der Verlust der Fabrik scheint die Stadt hart zu treffen. Einige Geschäfte haben zugemacht und die Partys werden auch weniger. Zum Glück. Jetzt kann ich endlich wieder mehr Zeit mit der Arbeit verbringen. Eintrag 1138. 1138? 1138? Wieso klingelt diese Zahl in meinem Kopf? Oh, jetzt weiß ich. Das ist dieser Weltraumfilm, von dem Dolores immer erzählt. 1138. Falls das eine Referenz ist, ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Eintrag 2089. Moment, ganz kurz. 1138. 1138. 1138. Keine Ahnung. Eintrag 2089. Ich habe mein Tagebuch eine Zeit lang nicht beachtet. Dolores wird erwachsen werden. Obwohl sie einen Waschlappen als Vater hat. Ich bin froh, dass sie mit Computern und Elektronik beschäftigt. Sie könnte der Schlüssel zur Wiedergeburt der Kissenfabrik sein. Eintrag 4450. Ich kann nicht glauben, dass Franklin Plüschtiere in der Kissenfabrik produzieren will. Das wäre ja unendlich peinlich. Außerdem kann die Fabrik nicht wieder anlaufen. Das würde meine Forschung kaputt machen. Ich muss ihn kaltstellen. Er kann mit Buchhaltung abgelenkt werden. Er soll einfach nochmal alle Konten prüfen. Eintrag 4470. Dolores ist mein ganzer Stolz. Vielleicht kann ich sie in das Geheimnis einweihen. Sie muss die Kissenfabrik übernehmen. Sie wird sich so freuen. Nein, das glaube ich nicht. Ach Gott. Eintrag 4471. Dolores hat Interesse daran, Spiele zu entwickeln. Das ist grandios. Ich zeige ihr mein Text-Adventure, aber es ist noch nicht weit genug. Die Simulation der Welt wird aber ziemlich gut. Eintrag 4472. Ich streiche sie aus dem Testament! Dolores hat sich gegen uns gewandt. Sie hat eine Arbeit bei einer Spielfirma weit weg angenommen. Ich muss das sofort mit der KI diskutieren.
Eintrag 4473. Vielleicht war ich etwas voreilig mit Dolores. Immerhin macht sie Spiele. Es gibt also Hoffnung. Die KI sagt, ich soll sie vergessen. Die KI macht einfach viel Sinn. Eintrag 4580. Ich habe, glaube ich, etwas Wunderbares gefunden. Eintrag 4581. Ich muss das weiter erforschen. Eigentlich kann es nicht stimmen. Oh Gott. Sorry. Eigentlich kann es nicht stimmen. Aber wenn doch, würden einige Dinge auf einmal erschreckend viel Sinn ergeben. Eintrag 4582. Das ist die letzte Seite dieses Tagebuchs. Ich muss ein neues besorgen. Es gibt so viel aufzuschreiben, denn alles ist einfach so unglaublich. Okay, das war... Uncle Chuck was a strange and complicated person. Oh ja, und das war Teil 1 des Tagebuchs von Chuck Edmonds.